Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge. Und wir müssen jetzt das da einnehmen, weil wir haben knapp 400 Gold in unserer Truhe und minus 2200 Einkommen. Also, ja. Einkommen. So, er sagt, wir haben gar keine Chance. Ich hoffe, dass es regnet. Danke. Das ist sehr gut für die Elefanten. So, die Frage ist, wo kommt der her? Also, ja. Wo ist seine Flotte? Entweder hier oder hier. Jemand mit meiner Armee nach da ist eigentlich eine 50-50 Chance. Und und ich hoffe, dass sie hier sind. Ich habe hier ein bisschen viele Fernkämpfer. Sehr schön. Gepanzerte Elefanten. Ich muss versuchen. Ich muss versuchen, die Armee abzufangen. Wir sind ein bisschen durcheinander gerade, glaube ich. Da sind Pikniere. Sag ich mal hallo. Kommt der zweite auch? Ja. Ja, das habe ich eigentlich nicht gesagt, dass ihr jetzt... Was? Ihr solltet doch eigentlich einfach... Egal. Eigentlich sollten die einfach nur... schießen. Ah, okay. Ich das ja mit den Kamelen. Das ist vielleicht eh die bessere Wahl. Stopp. Hallo. Meine Güte. Ist ein bisschen lahmarschig, die Guten. Da sind Peltasten. Zu schnell. Da sind Pikniere. Ja.
Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Gepanzerte Elefanten! Gepanzerte Elefanten! Nun. Und die Elefanten sind gerade für den Arsch. Und die da auch. Beziehungsweise. Ach Gott. Unser General wird angegriffen. Gepanzerte Elefanten! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich hab dir doch schon vor über einer Stunde gesagt, dass du da weg sollst. Ah, hier ist nur der Mob. Ach ja, cool. Gepanzerte Elefanten! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Naja, wenigstens hast du noch überlebt. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen genervt. Eventuell. Aber nur eventuell. So. Das sind ja immer noch welche. Die da sollten schon fertig werden hier. Nein. Sucht euch eure Ziele. Wir erwarten eure Befehle. Vergießt ihr Blut. Zerstört sie. Kamelbogenschützen. Sag mir Bescheid, wenn ich dich angreifen kann, ne? Danke. Erwarte Befehle! Lass sie bluten! Agema Kavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Hä? Sowas da. Sowas hasse ich ehrlich gesagt. Also, ich kann es nicht so leiden. Wenn plötzlich, wenn man sich auf eine Sache konzentriert und plötzlich eine komplette Einheit oder mehr als eine komplette Einheit, ja, tot ist. Also, das waren ja jetzt irgendwie. Fünf? Eine unserer Einheiten hat die gesamte Munition verbraucht.
4 von meinen Kamelbogenschützen, die komplett einfach so jetzt weg sind. Die sind einfach weg. Alter. Der kann mir doch nicht sagen, dass die so schnell sterben gegen... Was sind das? Blenkler-Kavillas. Achso, ganz ehrlich. Hier. Alter, und die sind komplett weg, ja? Warum? Alter. Was für ein Arsch. komm gar nicht mit damit klar. Ich glaube, dann mache ich die Thrakischen oder Kamel. Ah nee, ich mach die Thrakischen. So. Gut, was jetzt? 7 Runden haben die noch. Wenn die jetzt... Ich erwarte eure Befehle. Die Adligen sind halt heftig. Ich kämpfe das. Auch wenn ich... glorreiche Niederlage, echt? Ich kämpfe das. Weil ich will die komplett vernichten. Ja, natürlich im Wald. Ist natürlich seine Stärke. Da ist er natürlich sehr stark. Leichte Kavallerie, Söldner, Meda Asrat, die sind hier. Agema, die sind hier oben. So, Meda Kavallerie kommt noch runter. Alle hier hoch. So. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass er angreifen will. So wäre natürlich super. Aber nicht viel Sinn machen. Sieht fast so aus. Das ist sehr gut.
gepanzerte Elefanten! Schnell jetzt! Das ist sehr gut. Wir erwarten eure Befehle. Zu euren Diensten. Feuer! Steinschleuderer! Gepanzerte Elefanten! Mein Herr, unser General wird angegriffen. Männer wanken. Stinen Tonidas. So, die verfolge ich jetzt auch. Will, dass er komplett vernichtet wird. Zurück. Nummer 3. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und wie hätte der mich jetzt besiegen können? Der hat doch irgendwie sowas komisches gemeint, wenn ich mich verteidige oder also Schutzstellung mache. So viele töten wie möglich und wie nötig. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ernsthaft? Jetzt kurz vor dem Schluss? Ich glaub's ja nicht. Der feindliche General muss sterben und am besten die ganze Einheit. Oh, da sind viele. Naja, 6, das reicht. 9. Ja, das sollte reichen. 11, vielleicht überleben die. 2, der ist tot. Sehr gut. Verluste. Also fast 100 sind von ihm weggekommen. Ja, Mai.
Beziehungsweise die da sind weggekommen. Ja, cool. Gut, gut, gut. 900. Ja. Das ist gut. So. Streitwagen. Angriffsbonus, Moral. Angriffsbonus, Nahkampfangriff, Angriffsbonus, Nahkampfangriff. So für Kavallerie und für Infanterie. Nahkampfangriff für alle Einheiten, Moral bei, im fremden Territorium und minus Rekrutierungskosten. Das ist auch nice. Ja, Veteranarmee ist auch super. Und halt weniger Moral. Ja, ich mach aber den Angriffsbonus und Nahkampfangriff. So dass die dann wirklich reinhauen. Angriffsbonus plus 12. Moral. Nahkampfabwehr. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Wie sieht es denn eigentlich mit meiner Familie aus? Wie alt ist die? 51, ja, da macht es nicht mehr viel Sinn. Der ist 50. Alter, mein... Ja, ich versuch's mal. Ihn auch nochmal... Was ist das für eine... Familienpflicht. Okay, ja, ich hoffe, dass ihr nochmal oh. Diplomaten. Ich, politische Ehe. 344. Ich versuch mal mit, Rodas, Rom, Ravena, Robaten, Numidien, vielleicht mit denen. Vielleicht kommt da was raus. Wäre ganz nice. Okay, den muss ich auch bald töten. Damit da was rauskommt. Ja. Okay, also das da war auf jeden Fall schon mal extrem wichtig. Den mache ich mal Ziel löschen. Knossos, Kena. Ja. An sich, also, Handelsabkommen wäre extrem wichtig jetzt, langsam, aber. Ja, null. Ich habe ja nichts anzubieten. So, Runden beenden. Schatzkammer ist leer, ja, ich weiß, aber ich wollte nochmal schauen. Verborgene Agenteigenschaft erhalten. Unredlich, ja, ja. Quartiermeister, Bündnis geschlossen. Neukartago und Kaliki. Unzufriedene Bevölkerung. Ich weiß nicht, was du meinst. Fraktion steigt auf. Neukartago erweitert sich. Okay, okay, okay. So, jetzt muss ich wieder mit dem zurechtkommen, was ich habe. Ich hoffe, dass er mich mal in Ruhe lässt jetzt.
Ja, natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es gut, dass ich seine vorherige Armee geschlagen habe. Auch wenn es das war nur eine halbe Armee, aber ja, das war nicht ganz unwichtig. Sehr schön gemacht. Da kommt dann schon der nächste. Politische Intrigen. Konsequenzen? Diplomatische Mission. Thalia. Numidien. Euer Diplomat ist zusammen mit einer Reitermeister zurückgekommen. Kavallerie-Rekrutierung werden besser ausgebildet. Rekruten. Das ist natürlich sehr gut. Bankrott. Jo, was machst du denn? Also, es ist schon wieder 26 Minuten. Hallo, ich will weiterspielen. Dieser Mann war einst ein Sklave. Als Sklaventreiber ist er jedoch grausam und unbarmherzig. Sein mangelndes Mitgefühl und regelmäßige Prügel verleiten die Sklaven zum Aufstand. Das gab's wirklich tatsächlich. Und das finde ich richtig krass. So, ja, wenn man, also vor allen Dingen in Amerika mit den Schwarzen, mit den Afroamerikanern, da waren sehr viele, also sehr viele, das ist jetzt übertrieben, aber es gab einige Afroamerikaner, die hochgestiegen sind, also aufgestiegen sind und im Haus gearbeitet haben und extrem gegen die Farmarbeiter gehetzt haben, also die anderen Schwarzen, und die auch selbst extrem bestraft haben und so weiter, also ihn degradieren natürlich. Das geht mal gar nicht. So, also 7 Runden wieder. Dieses Mal ist er ein bisschen stärker unterwegs. Okay, mindestens 2, 4, 6 Fernkämpfer. Tyros. 800. Puh. Die heilen sich nicht mehr. Das ist jetzt natürlich eigentlich. Das ist eigentlich jetzt mein Todesding, ne? Weil wenn ich. Wenn die nicht mehr heilen. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein großes Problem. Ich gehe mal hier hin, einfach damit ich ja weiß, was hier los ist. Das ist jetzt wirklich. Wo kommt die Rebellenarmee her? Wahrscheinlich hier, aber der hat mir nichts gesagt. Der hat mir nichts gesagt. Ding ist, ich muss hier was bauen, sonst ist ja gleich wieder alles tot. Also, gut, das machen wir dann nächste Folge. Okay, also das da ist kein Problem. Also wenn der angreift, können wir es verteidigen. Wir haben 7 Runden Zeit, um das zu befreien mit der Armee. Klar, die Idee ist fast tot, aber das können wir schaffen. Jeder, ja, östlichen Sperrkammer, die können eigentlich nichts. Da reichen eigentlich die 2 Elefanten. Die Frage ist ja, wie viele Fernkämpfer er hat und was hier vorne noch ist.
Genau, also das da sollte in Ordnung gehen. Das da ist jetzt ein Problem. Genau, aber das schauen wir dann in der nächsten Folge. Gut. Dann. Bis dann. Bye bye.